Security's got to stop him. Shawn Michaels has snapped. Wait a minute. What's Shawn doing here? He's not that crazy. I know he's not that crazy. Shawn, don't do it. Look out. Oh, God. He shot the security. Michaels has nailed the security. My God, Shawn Michaels is going up to the skybox. Michaels is not going to wait to bad blood. Tackling. Somebody tackling. Look at Flair. Oh, Flair trying to come down. And Flair got... Michaels beating the hell out of Flair up on the stands. This is not right. Stop him. What are you doing? There's nothing that can stop Shawn Michaels here. Don't open the door for him. Lock the door. Michaels into the skybox. Michaels in the game. Beating the hell out of each other. Michaels. Get in there. Somebody stop this. It's like a man possessed. The brutal finality of this epic confrontation will end Sunday. My God, Michaels, they're trying to maim each other. Stop them! Stop it! Stop them! Ja, willkommen zur letzten Folge von WWE 2K15, dem Showcase-Modus in Columbus, Ohio, beim Hell in a Cell Match, dem Höhepunkt und der letzten Teil dieser großen, guten, intensiven Fehde. Also ich finde diese Fehde richtig gut, mir hat sie gefallen. Jetzt kenne ich die Fehde auch komplett, das mich auch freut, also... Das SummerSlam-Match kannte ich, das Royal Rumble-Match kannte ich, das Last Man kannte ich auch. Ich kannte das Survivor Series, ich kannte einige Matches, kann man sagen. Armageddon, Three Stages of Hell und natürlich das Hell in a Cell Match. Introducing first from Greenwich, Connecticut, weighing in at 265 pounds, Triple Triple H has never lost a one-on-one match in Hell in a Cell. He's beaten Cactus Jack, Kevin Nash, Chris Jericho, three opponents with three diverse styles, and Triple H has emerged victorious each and every time. Well, let's face it, it's very hard to beat the game at his own game, and Hell in a Cell is most definitely Triple H's own game. Ja, mit dem Undertaker zusammen, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, die beiden haben zusammen 6 Siege insgesamt je erreicht. Ja, einmal die 3, dann ja halt Shawn Michaels, mit die X, glaube ich, die anderen beiden Siege. Müssen sein Undertaker, ja, Mankind, CM Punk, Batista, Triple H, Randy Orton und noch ein Match, was mir aber nicht einfällt. Oder ich glaube, ich habe alle, oder? Mankind, Triple H, CM Punk, Edge natürlich. Batista. Ne, Batista hat er verloren. Richtig. Ich denke mal, ihr wisst schon, wie ich es meine. Antonio, Texas, the heartbreak kid, Shawn Michaels. A phenomenal ovation for the man with the warrior soul, Shawn Michaels. But will Shawn Michaels be able to survive this? Because King, this is Survival Sunday for both Triple H and Shawn Michaels. Well, Shawn Michaels had better be able to survive because his opponent, Triple H, could and will try to end Shawn Michaels' career right here tonight. Ja, das ist der Versuch von Triple H. Ob er es schafft, das werden wir sehen. Ja, was ich noch vergessen habe, ist der Big Boss Man. Das hat er auch bei WrestleMania 16 geschafft, also der Undertaker. Das habe ich noch vergessen. Ja, und damit müsste es komplett sein. So. Triple H. So, dieses brutale Hell in a Cell Match, eine brutale, intensive Fehde zu beenden. So. Ah, scheiße. Gut, come on. So. Jawohl. So, und rausgehen. So, und holen uns einen Baseballschläger. So, jawohl. Jawohl. So. Schade. So, und DDT.
So. Gut. Gut, gut. Jawohl. Stark. Von Triple. So. Gut. Komm. Ja, scheiße. Gut. Jawohl. Hier wird gezeigt, wer natürlich der bessere Mann ist. So. Scheiße. Na, come on. Das Mensch will ich auch noch gewinnen. Also die Feder habe ich sehr gut hingekriegt. Im Vergleich zu manch anderen Fäden. So, jetzt come on. Come on. So. Gut. So, scheiße. Gut. So, na? So. Jo, und? Ja, stark. So. So. Oh, ins... an den Arm attackiert. So, Spinebuster. Und, ja. Eigentlich muss ich den Pedal hinterher schmeißen, aber, naja. Hat nicht ganz funktioniert. Ja, gut. So, scheiße. So, come on. Scheiße. Gut. Nein. So. Ja, come on. So. Ja. So, Pedigree. So. Shawn Michaels. So. Jawohl. So. Perfekt. So. Jetzt, come on. Scheiße. So. DDT. So. Und jetzt warten wir einfach. So. Oh. So. Jawohl. Come on. So. Jawohl. So. So. Wir haben jetzt ein bisschen Shawn Michaels gut zugesetzt. So. So. Ja, klar. So. Jawohl. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Jawohl. So. Und. Oh, scheiße. Ey, was ist das denn? Warum krieg ich das nicht hin? Verdammte Scheiße, ey. Ja, bis gleich. Bis zum kritischen Schaden. Dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Shawn Michaels can counter with speed, quickness, and heart. Not to say the game doesn't have heart. He's got plenty of it. And from the hatred that exists between these two men, I would expect this match to proceed at a breakneck pace, Cole. These two men have been waging a war with one another since SummerSlam 02, but now it ends here, inside Hell in a Cell tonight. Using the steps as a weapon. Shawn Michaels and Triple H have had some classic confrontations in the past. These two men had been at one time closer than brothers, but now that's all changed and it's come down to this match. And make no mistake, these men aren't in there to wrestle each other. They're not in there to actually pin one another, Cole. They're in there to end this thing once and for all.
I don't think Shawn Michaels is content to get a simple run-of-the-mill win over Triple H tonight. I think he wants this to be a more final. I think Shawn Michaels wants Triple H to know once and for all that Shawn Michaels, HBK, is the better man. And that's what this is all about, King. Who is the better man of these two superstars? Oh, we're going to find that out tonight, one way or another. The resilience of Shawn Michaels is absolutely extraordinary. Oh, man, these cage matches are such career shortening. So, der hat den kritischen Schaden in einer Minute hingekriegt. Ja, wollte ich jetzt ein bisschen schneller machen. Habe ihn ja nicht relativ gut attackiert. So. Oh, nicht schon wieder dieser Scheiß-Konter. Ja, jetzt haben wir aus. Jetzt sind wir ausgekickt. Perfekt. So. Come on. So. Jawohl. Gut. Jawohl. Body Slam. So. Und jetzt warten wir. Und der hat direkt einen Finisher. Das kann nicht sein. Ich habe keinen Finisher gemacht. Ich habe einen Signature gemacht. So. So. Nein, den wollte er nicht mal. So, Triple H. So. Nein! Ey, der kontert schon wieder. Das kann doch nicht sein, ey. So. Der kann doch nicht zum zweiten Mal kontern. Was müssen wir überhaupt machen? Nix mehr. So. Jawohl, stark. So. Gut. Jawohl, perfekt. So, jetzt come on. Ey, der kontert schon wieder! Ey, was ist das denn? Strength advantage. Shawn Michaels can counter with speed, quickness, and heart. Not to say the game doesn't have heart. He's got plenty of it. And from the hatred that exists between these two men, I would expect this match to proceed at a breakneck pace, Cole. These two men have been waging a war with one another since SummerSlam 02, but now it ends here, inside Hell in a Cell tonight. I don't think Shawn Michaels is content to get a simple run-of-the-mill win over Triple H tonight. I think he wants this to be a more final. I think Shawn Michaels wants Triple H to know once and for all that Shawn Michaels, HBK, is the better man. And that's what this is all about, King. Who is the better man of these two superstars? Well, we're going to find that out tonight, one way or another. Remember, there's no time limit, no disqualifications, no countouts. The referee is totally helpless in what he can do. Anything and everything is legal. That's exactly right. The referee is only there to count somebody's shoulders or to ring the bell for submission. He's enjoying this. Oh, man. Look, she's whipping him into that steel mesh. These no DQ matches are so dangerous. Oh, and did you hear the impact? These superstars will do whatever it takes to win here tonight. Ouch, she's going to be bruised from head to toe before this one's over. Not much the official can do right now. This is a no disqualification. Oh, not again. Not again. Uh-oh. Uh-oh. Oh, my. What a move. He's looking to do more damage with that object. Oh, my. Get the medics down here. Oh, not again. Again. So, jetzt haben wir soweit aufgeladen. Jetzt warten wir noch auf ihn. So. Steht auch keine weitere Aufgabe mehr, ne? So. Scheiße. Ach, klar. So. Ja, come on.
So. Wie konnte er so schnell einen Finisher haben? Sehe ich gerade. So. Ja, komm her. Komm rein. So. So, come on. So, it could be big. Das war klar. Irgendwie ist das extra so. Dann lass mal. Ja, mach doch deine scheiß Reaching Music. Shawn Michaels ist ein Biest. So. Gut. Pinne Shawn Michaels. Dann machen wir es einfach mal. Was ist jetzt los? Gut. Jawohl, perfekt. Okay, dass er extra alles konnte, damit er den Finish ausführen kann, ist schon mehr oder weniger krass. Oh nein. Oh nein. So. Alter. How much more can these guys take, King? Well, I don't think they're going to have to take any more. All Shawn Michaels has got to do is get his arm draped across Triple H, and it's over. There it is. Here's the cover. He's won it. And now it's Triple H who powers out. What? Absolutely incredible. Oh, my gosh. Somehow the game survived. These two men have just beaten the living hell out of each other. How much more can either one take or give? What is it going to take to win this thing? Does the game have the strength to deliver one more pedigree? Yes! Look at that, Cole. They're both down and out. Both men down. But for this match to be over, somehow, some way, one of them are going to have to get back to their feet. We wondered if Shawn Michaels down tonight and get to the left. Alter, nein! Scheiße. 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 So. Komm, konnte das. Jawohl. So. Come on. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja. Pedigree geht durch. Pedigree geht durch. Und es gibt keinen Rope Break. 1, 2, 3. We did it. Triple H has done it. Triple H has somehow survived this massacre. And here comes Batista, Randy Orton, and Flair. They're concerned about their partner, and rightly so. I mean, Triple H has taken the most severe beating I have ever seen him take, Michael. What an incredible match. I mean, both of these athletes just motionless. Yeah, it's safe to say that neither
Triple H or Shawn Michaels will ever be the same again after this battle. Ja, das stimmt. Sie werden nicht mehr dieselben sein. Roll the game out of the ring. They need to get him to the back and some medical attention. He can barely stand under his own power. No, they're going to have to help him. Well, Triple H may have won this thing, but he certainly doesn't look like a winner right now, does he, Cole? Not at all. What an incredible matchup. Both of these men putting it all on the line. Ein großartiger Sieg von Triple H. Ein brutales Hell in a Cell Match. Ein gutes Hell in a Cell Match, muss man einfach sagen. Und The Click, du hast eine Trophäe erreicht. Nun schauen wir uns den absichtlichen Film an. Bis dann. Superstars reunited. Let's come on blue here. To reform a legendary team. Ladies and gentlemen, we have just seen a reuniting of DX. Break it down. Das kann man wohl sagen, eine einzigartige Geschichte, und diese Rivalität ist nun abgeschlossen, oder? Ja. So, wir haben... Ah, da haben wir noch anscheinend was vergessen. Egal. Ja, diese Rivalität ist offiziell abgeschlossen. Beste Freunde, erbitterte Feinde haben wir komplett geschafft. Ja. Meine Meinung dazu, es ist sehr cool gemacht, die Storys wurden erklärt, also sehr cool, also von hier SummerSlam mit dem Unsanctioned Match, dann noch, ja, hier das Survivor Series Elimination Chamber Match, ja, dann natürlich das Number One Contenders Match, das Match bei Armageddon mit den Three Stages of Hell, dann noch dieses Match, das Royal Rumble Match und natürlich das abschließende, das brutale Match bei Bad Blood. Und ja, eine richtig coole Fehde, meiner Meinung nach, eine richtig coole Fehde. Ich finde es schöner, wenn man bei jeder Story ein Video gemacht hätte, aber naja, geht halt nicht anders, ne? Also ich würde es 8 bis 9 Punkten von 10 geben, meiner Meinung nach, eine richtig coole Sache, Grafik super. Die Videos sind gut gemacht, also ich finde die Videos sehr, sehr, sehr gut. Die Storys wurden gut erklärt und ja, daher finde ich es gut, lobenswert und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesem Showcase-Modus beste Freunde, erbitterte Feinde fandet. Ihr werdet ja noch die nächsten Tage Hustle Leute und Disrespect spielen und danach werden wir die DLCs spielen. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann in den anderen Let's Plays wieder. Hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.